Schreckmoment in Alaska. Bei einer Übung der 11. Luftlandedivision der US-Armee springen Soldaten mit ihren Fallschirmen aus mehreren Flugzeugen. So weit, so gut. Oh shit. You see that guy right there? Doch dann das. Einer der Fallschirme öffnet sich nicht. Der Rekrut stürzt in Richtung Boden. Oh shit. Seine Kameraden befürchten schon das Schlimmste. Aber in letzter Sekunde gelingt es dem Soldaten doch noch, seinen Notfallschirm zu öffnen und sanft zu landen. Erleichterung überall. Eine erste Version der 11. Luftlandedivision existierte zwischen 1943 und 1958. Ihre Soldaten kämpften unter anderem im Zweiten Weltkrieg und im Koreakrieg. 2022 wurde sie wieder ins Leben gerufen und wird seitdem zu einem Großverband für die arktische Kriegsführung aufgebaut.